Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu einer Kreuzworträtselrunde. Es ist mal wieder für mich ein Sonntag, für euch ein Montag und das heißt, wir kriegen heute wieder ein Preisrätsel. Und ich bin mal natürlich wieder nicht alleine. Es wird nur noch darauf gewartet, dass ich ein kleines Wort zum Besten gebe. Und das tue ich jetzt mal. Etüde! So. Das ist ein interessantes Wort, ein interessantes Synonym, was ich hier gerade sehe. Hautöffnung, weiß ich. Großer See in Asien ist der Aralsee. Der Ural ist ein... Oh, das ist ein Gebirge. Oder das, die Ural... Ach, was weiß ich. Hackepeter ist natürlich... Hackepeter. Hacke. Nein. Ist, ja, Matt. Nee, nicht unmittelbar Sicht. Verdeckt? Nee. Okay. Ich guck mal gerade. Ist irgendwas zu laut? Nö, sieht gut aus vielleicht. Englischer Artikel gibt's nur dit. Zuruf beim Trinken. Das da. Ausruf der Erleichterung. Erkelenz. War das das? Ja. Erscheinungsbild ist der Look. Dann Englisch Spiel ist Game. Geliebter von Julia. Mal wieder. Ah, ist das schön. Okay. Wilder Majoran ist also Oregano. Also wenn es nicht wild ist, ist es Majoran, dann ist das so. Türzapfen. Was? Klingel? Nein. Nagel? Nein. Himmelsgewölbe. Weiß ich noch nicht, aber Osnabrück beginnt bestimmt mit O. Wurfschlinge ist das da. Da haben wir hier Semi. Hinweiser. Tipper oder was? Nein, nein, nein. Materieteilchen ist natürlich ein Atom. Ja. Schlitze sind, ja, Spalte? Nee. Biersorte. Ich will jetzt keine, machen wir erstmal... das hier, dann ist das wahrscheinlich wirklich ein... Das ist ja Schleichwerbung. Und es ist nicht Schleichwerbung. Huch. Ich habe Schleichwerbung gemacht. Das ist ja schön. Muschelprodukt ist natürlich die Prele. Wie hieß denn die Biersorte dann? Poliana? Nein. Schlitze? Risse? Ja... Nachspeise könnte ein Eis sein. Ach, Pilsner. Och, ich Depp. Pilsener. Okay. Nicht Paulana. Oh, das ist ja fies gewesen. Ach, Mann. Das ist die Sphäre. Angel? Ah. Nichtstaatliche Organisation ist nämlich eine NGO. Genau. Nicht unmittelbar sichtbar, weiß ich immer noch nicht. Griechische Vorsage, außerhalb. Exo, nee. Hackepeter ist auch noch, ich komme erstmal nicht drauf. Recyclingmaterial, Plastik, Pappe. Englischer Adelstitel, könnte wieder alles mögliche sein, ist aber der hier, vorwitzig. Gespielter Witz ist ein Sketch. Okay, Altglas ist das dann. Nautischer Begriff, lol. Lot? Nee. Was gibt's denn da noch so? Laufbrett ist ein Steg. So. Teil einer Bilanz. Sind die Aktiva? Dann gibt's auch noch die Passiva. Fragt mich bitte nicht weiter, was das nochmal war. Da bin ich ein bisschen aus der Übung. Umgangssprachlich TV-Gerät. Ja. Hinweiser ist ein... Keine Ahnung. Öse könnte auch Öhr sein, ja. Wildart ist Reh. Ach ja, hier die Glotze meinen die. Natürlich, und dann ist das ein Zeiger. Kleingartenverein, KGV. Ha. Ja. Vorsicht, nicht zu verwechseln mit dem kleinen Gartenbund. Nicht unmittelbar sichtbar, habe ich immer noch nicht.
Darmausgang. Ja, das ist dann das hier. Damit kenne ich mich wieder aus. Oh Gott. Wieso komme ich da nicht drauf? Außerhalb. Was haben wir noch? Luft- und Speiseröhre. Oh, das wird. Hilfe. Keine Ahnung. Gibt es noch irgendwas, wo ich relativ wenig brauche? Weil jetzt. Achso, hier brauche ich noch was. So, oh, was ist denn Hackepeter nochmal? Das ist ja schlimm. Ich glaube, ich werde diese Runde gerade verlieren. Außerhalb, griechische Vorsilbe außerhalb. Also ich kenne Ex, aber das ist wahrscheinlich Lateinisch dann. Intern, extern. Ach, was gibt's denn noch? Nautischer Begriff. Ah, na immerhin. Luft- und Speiseröhre. Was ist das? Der Hals, Harachen. Also Rachen passt ja leider nicht. Gibt's da noch so? Was gibt's da noch? Hackepeter. Das kann doch nicht sein. Ich bin nur Experte für Hackepeter. Ah, das gibt's doch nicht. Ich muss raten erstmal. Nee. Oh. Okay. Faschiertes würde mir noch einfallen, aber. Okay. Tatar? Ehrlich? Hackepeter nennt man auch Tatar? Ich wusste es nicht. Alto ist es nicht. Okay. Exton, nee. Ento. Aito. Eto. Erto. Esto. Ecto. Ah, Ektoplasma gibt es ja zum Beispiel. Okay, ich habe keine Ahnung. Latent? Ah. Nicht unmittelbar sichtbar. Also es gibt ja auch latente Steuern. Ach, die Kehle meinen die. Oh, fertig! Wie viel hat dir noch gefehlt? Sag mir bitte, du hattest den Hackepeter nicht. Boah, da habe ich ewig dran gesessen. Ein K. Was, Ecto? Ja, war auch nur bei mir geraten. So, jetzt erstmal das Lösungsworträtsel. So, na dann 3, 2, 1, Etüde. So, Agavenart. Oh Gott, keine Ahnung. Behende. Machen wir erstmal hier was. Speisefisch ist. Könnte alles Mögliche erstmal sein. Ackerpferd ist eine Egge. Nein. Irgendwas wieder mit Real. Das wäre hier E. Also ist das kein Alet. Außerirdischer. Alien. Okay, ja. Ich gebe das mal ein. Ich bin ja hier unter Druck. Nächstes Mal kann ich wieder lösen, ohne was einzutragen. Aber jetzt. Religiöse Splittergruppe ist auch klar. Englischer Adelstitel ist wahrscheinlich wieder sowas oder. Okay. Weiblicher Artikel die. Dann ist das hier ein Lord. Besondere Kirchen. Dome. Ja. Dann haben wir hier den René.
fleißiges Insekt. Ameise. Ameise. Ameise steht die Ameise. Oder so. Zierfisch. Skalar. Skalar. Ein Pokémon. Grünes Mineral. Auszeichnen. Küren. Und dann ist das Jade. Da kenne ich mich aus als ehemaliger Juwelenschleifer in World of Warcraft. Jedoch. Weiß ich noch nicht. Führende Position könnte der Leiter sein, aber ist es nicht. Aber IT steht schon mal mit drin, das ist schön. Stinkfrucht ist die Durian, das weiß ich. Von Legend of Zelda Breath of the Wild. Da gibt's die auch. Indes. So. Das war spitze. So, Balten sind Ästen zum Beispiel. Honigbier ist natürlich Met. Ich würde sagen, das Wort ist Lazarett. Hab das Lösungswort schon fertig. So. Speisefische sind Aale. Ach so. Oh, das ist ja mehrere. Griechischer Buchstabe könnte dann Alpha, Theta. Na, dann Omega. Auch nicht. Ich glaube, ich lasse das mal hier noch nicht. Mach das mal noch nicht. Irgendwas mit Real am Ende, sagte ich ja bereits hier. Kläffen, bellen. Huch. So. Ernte der Winzer ist natürlich wieder die Lese. Gepflügtes Feld ist. Ja. Holländischer Käse, machen wir erstmal den. Nam, 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 nam. Ärmelloser Umhang. Weiß ich noch nicht. Arktisches Nutztier ist das Rehen. Periode ist. Noch nicht. Erblicher Nachkomme ist Sohn zum Beispiel. Aber das passt nicht. Muss es vielleicht auch gar nicht. Muss nicht erblich sein. Ein Acker ist das hier. So. Das hier ist ein Cape. Epoche? Ja. Sahne ist Rahm und nicht Ruhm. Da hat man sich ja glatt mit Rahm. Da habe ich mich ja nicht mit Rahm bekleckert. Ungläubiger ist ein Atheist. So, was? Ein erbgleicher Nachkomme. Ach, nicht erblicher, sondern erbgleicher Nachkomme. Ist ein Klon, ja. Schlammlawine. Ich sehe doch wieder nicht. Aber Esel? Nee. Das Gaul. Gaul ist das Ackerpferd. Natürlich. Das könnte die Mure sein. Ja. Und hier die Agavenart ist natürlich die Alge. Passt super rein. Muss richtig sein. Oh, das könnte man sich zu einem Spruch machen für Kreuzworträtsel. So, was haben wir denn hier? Trauma. Nein. Behende. Agil. Huch. So. Ach ja, das ist Gamma. Heruntergekommen. Marode. Ja, und dann müsste ich jetzt eigentlich nur noch ein A eintragen. Und ich glaube, das mache ich gleich. Ich glaube, ich würde gleich mal ein A eintragen. Tue ich es? Tue ich es? Oder warte ich noch? Ach, ich warte einfach mal noch. Vielleicht, wenn ich zu lange warte, dann habe ich verloren, weil ich es nicht eingetragen habe. Aber vielleicht. Also ganz ehrlich, wie weit kann ich es rausreizen? Wie weit kann ich meinen letzten Zug? Das ist schwierig. Ich möchte das versuchen, in ihrem Gesicht abzulesen, wie weit sie ist. Also momentan lese ich da eher sowas wie entweder Pokerface oder oder eher nicht so. Eher nicht so. Könnte eher nicht so sein. Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie hat mich noch nicht bemerkt, dass ich sie angucke. Und ich hoffe es.
Wenn sie irgendwann mal anfängt zu lächeln, dann gebe ich das A ein. Ah, das ist echt. Das kann spannend werden. Am Ende verliere ich noch nur, weil ich hier versuche, ganz knapp vor ihr fertig zu sein. Aber ich glaube, also momentan sieht es eher so aus, als ob sie mich entweder hört und genau ein Pokerface aufsetzt oder als ob sie noch ein Stück weit entfernt ist. Ich glaube, ich traue mich mal lieber sicherheitshalber und gebe jetzt das A ein. Fertig! Wie weit noch? Okay, okay. Einmal abgewunken. Ach, da hätte ich ja noch warten können. So, und dann machen wir jetzt erstmal das Preisrätsel. Okay, dann 3, 2, 1, Etüde. Gehirn der Hirsche ist natürlich das hier. Ich würde sagen, das Wort könnte Winzer sein, aber ich weiß es nicht. Prickelnd. Die so schön hat geprickelt. In meinem Bauchnabel. Funkeln, leuchten, nee. Hugo weiß ich, das ist ein N. Machen wir jetzt mal einfach, vielleicht habe ich ja die Zeit. Italienischer Geigenbauer, oh, es gibt eine Stradivari, es gibt, wie heißen die sonst noch so? Musical für Kinder. Machen wir erstmal das, geben wir das ein. Fluss durch Trier, die Mosel. Echt jetzt? Wusste ich gar nicht. So, das hier sind die USA. Veraltet, flammend. Loh. Lichterloh. Das hier ist das Tomahawk. Ja. Das Musical, das ist sehr schön. Und dann weiß ich nicht, was... Ich kenne die großen Geigenbauer leider nicht... Vielleicht ist das ja auch kein großer oder so, aber ich weiß es auf jeden Fall nicht. Die Pferdegang. Nein, Quatsch. Der Pferdegang. Galopp. Okay, dann ist ja schon mal das, was ich gesagt habe, Winzer raus. Bühnenshow. Gute Frage. Forstbezirk. Oh, wie hieß denn das? Wie hießen diese Dinger? Was ist denn das? EDT? Ja, Eau de Toilette ist das. Oh, ich komme gerade nicht drauf. Ich habe schon öfter mal hier Forstbezirke sowas gesehen. Also das Wort dafür. Anrede, du. Nicht Doktor. Entwicklungsrichtung. Mantelstoff könnte alles mögliche. Seide. Keine Ahnung. Türeinfassung. Eine Abstimmung, weiß ich. Das Lösungswort, ich meine das nicht ernst, aber W-Y-N-U-E-L. Vinyl. Nein, Gegenteil von off ist natürlich on. Und dann haben wir hier auch den Egg-on. Okay, dann ist das hier wahrscheinlich Tweed. Ja, dann ist das wahrscheinlich Wandel oder Windel. Funkeln. Glanz. Glanz und Gloria. Glanz und Gar. Glar. Glanz und Glar. Gute Frage. Entwicklungsrichtung ist die Tendenz. Ja. Dann Forstbezirk. Oh, das wäre wieder was. Das wäre schön, wenn ich das wüsste. Dann haben wir hier aber die Revue. Ja. Jetzt ist immer noch die Frage, ist es Windel oder Wandel? Oder Wundel? Oder Wendel? Von mir aus auch das. Ah, Revier meinen die. Jetzt haben wir's. So, dann ist das hier die Zarge. Prickelnd ist spritzig.
Das war falsch, glaube ich. Armani? Ich habe gerade keine Ahnung, weil das scheint ja nicht... Das ist ja komisch. Mir wird halt gar nicht angezeigt, ob das richtig ist. Ist ja komisch. Ich nehme mal das raus. Und das auch. Okay, jetzt wird mir das N falsch. Interessant, da muss ich ja... Amami. Amasi, Amafi ist es auch nicht. Amagi? Was könnte denn das noch sein? Huch, Amachi? Nee. Amavi ist es nicht. Amabi. Aber ich habe doch schon bald alles durch. Amari? Nee. Das gibt's doch nicht. Amapi war es auch nicht. Amaei, Amai. Amaoi, Amaui. Auch nicht. Amati. Okay. Gut, dann brauche ich jetzt nur noch das wieder eingeben und dann noch hier ein R und dann war es das schon wieder. Oh. Hast du denn das Lösungswort? Okay. Das ist doch schon mal was. Ja, und damit war es dann wieder mal eine Rätselrunde gewesen. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und ja, morgen geht's dann wieder wie gewohnt weiter mit dem Üblichen, was so unter der Woche ist. Ihr wisst, wie es läuft. So, und ja, ich verabschiede mich und wünsche euch noch einen wunderschönen Rest vom Tag. Kommt gut durch den ersten Tag der Woche oder welchen Tag auch immer ihr gerade habt. Wenn Mittwoch ist, dann wünsche ich euch, dann sage ich euch, es ist Mittwoch, meine Kerle. Und wünsche euch ein schönes Bergfest. Wenn gerade Freitag ist, wünsche ich euch ein schönes Wochenende und so weiter und so fort. Ja, und ihr seid mal wieder voll top gewesen dafür, dass ihr das bis zum Ende durchgehalten habt. Und ja, wir sehen uns vielleicht wieder. Tschüss! Huch, jetzt habe ich die Musik ausgestellt. Ich wollte doch das Video ausstellen. Dann stelle ich jetzt das Video aus.